Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier im Nukleus werden wir jetzt einige Aufgaben für die Kinder des Atoms abgeben, erledigen. Und zwar fangen wir an mit der Aufgabe Ketzer. Wir haben fertig, wir haben Gwyneth weggeschickt und schauen jetzt mal, was der Großfanatiker Richter zu sagen hat. Da ist er schon. Gwyneth Ketzerei muss beendet werden. Schwester Gwyneth wird euch keine Probleme mehr machen. Sie ist selbst schuld. Ich will keine Einzelheiten wissen. Ist mir offen gesagt egal. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atom lächelt heute auf dich herab, Schwester. Werde ich dafür bezahlt? Nein, das wollen wir gar nicht. Sarkastisch sein, Belohnung verlangen. Gepriesen sei Atom. Okay, sagen wir das mal. Gepriesen sei Atom. Hier, nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Artefakte. Ziehe aus und zeige Atomsfeinden keine Gnade. Atoms Urteil plus 100 Strahlungsschaden. Oh Mann, da sind wir gleich wieder überladen. Aktuelle Mods, keine Verbesserung. Schaden, ballistischer Schaden 91 und Strahlungsschaden 120, Geschwindigkeit, Langsamgewicht 20 und Wert 900. Jetzt wissen wir es aber ganz genau. Gut, damit haben wir das abgeschlossen und können die nächste Aufgabe abschließen, wenn wir nur nicht so überladen wären. Wie überladen sind wir? Zu sehr überladen auf jeden Fall. Und die nächste Sache, die wir erledigen können, den Regulator abgeben. Ja, also Waschsaal. Bring den Regulator zu Schwester Mai. Und das machen wir jetzt. Ich habe die Pumpe gefunden, die Schwester Mai haben wollte. Ich muss zu ihr zurückkehren, um meine Belohnung zu erhalten. Jawohl, Schwester Mai. Hast du Atoms Schleier im Mondlicht gesehen? Wunderschön. Aber heiliger Atom, danke für deine Güte. Na, hier geht's auch nicht runter. Natürlich sind wir etwas überladen, aber wo ist der Weg nach unten? Gehst du in den Nebel? Bei Schwester Mai bekommst du Vorräte. Und Schwester Mai. Schwester Mai? Willst du sehen, was ich habe? Pumpenregulator gefunden. Ich habe endlich den Regulator aus der Wim Pop Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Dekontaminierungsfilter umgangen? Und Kronkorken verlangen ein andermal, kein Problem. Okay, fragen wir natürlich, Dekontaminierungsfilter umgangen? Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen? Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Könnte man die Umgehung aufheben? Könnte man die Umgehung aufheben? Genau, theoretisch, wenn meine Konstruktion versagt. Was sein kann. Aber das würde ein paar nasse, verärgerte Kinder des Atoms bedeuten. Aber wir wissen erst Bescheid, wenn dieser Regulator eingebaut ist. Also, kümmere dich doch um dieses verlorene Teil. Nun gut, kein Problem. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe.
Sehr schön. Radikale Bekehrung. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Aktuelle Mods, Standardverschluss, verlängerter Lauf, vollständiger Kolben, Standardmagazin, Standardvisier, keine Mündungsbremse, Schaden, ballistischer Schaden 54 und Strahlungsschaden 50. Feuerrate 40, Reichweite 203, Präzision 72, Gewicht 13,6, Wert 446. Okay. Ja, wir müssen unbedingt was tun gegen unsere Überladenheit. Ja. Sonst kommen wir nicht weit. Wir müssen auch was essen und trinken. Schlafen. Wie wär's denn mit etwas essen? Ja, das ist alles zu schade, um zu essen. Blutkäfersteak. Na gut, nehmen wir das mal. Und Köterkeule. Maulwurfsrattenhappen. Na gut. So, die Aufgabe ist also, Mai hat gesagt, ich sollte die Ehre erhalten, das letzte Teil des Dekontaminationssystems so auf dem Grund der Bucht einzubauen. Ich glaube, sie will einfach nur nicht durch diesen ganzen Dreck warten. Bau den Regulator ein. Okay, das wird ja was geben. Der alte Roboter im Observatorium hat Far Harbor geholfen. Ja, so überladen kommen wir natürlich nie unten an. Also, was machen wir? Nein, auf der Karte. Oh, obwohl, auf der Karte? Ja, das ist hier direkt unter dem U-Boot, glaube ich. Da waren wir schon mal an dieser Schleuse. Wir sind aber böse überladen. Wie sieht's aus, wenn wir noch einen Wim trinken? Immer noch böse überladen. Mhm. Glaube an Atom, dann wirst du niemals fehlen. Also ich weiß, das ist nicht der richtige Weg, aber da drüben in den Umkleidekabinen, da können wir das doch bestimmt erstmal lagern. War die Tür hier schon immer zu? Ach, egal. So lagern wir hier nämlich erstmal alles, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Oh, wir sind immer noch überladen. Ja, wir sind sehr müde, das ist es eben. Naja, das reicht ja jetzt. Darunter müssen wir. Also diese Treppe. Und wir werden gleich eine hübsche Strahlung abbekommen. Gehe ich doch stark mal davon aus, dass es so ist. Ja, da geht's schon los.
Ach so. Dieses Gerät haben wir vorher gar nicht gesehen. Also, reparieren. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch Maisüberbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Jetzt können wir also nichts tun, den Pumpenregulator einbauen oder Maisüberbrückung aufheben, um das System zu reparieren. Das erfordert Intelligenz 7, das sollten wir haben. Ja, schwierige Entscheidung. Wütende Atomleute oben rumlaufen haben oder, ja, was haben wir davon, wenn jetzt hier eben, ja, haben wir ja nichts von, wenn wir jetzt hier einen Dekontaminierungsbogen haben oder mehrere gleich. Ich bin dafür, dass wir mal hier den Pumpenregulator einbauen. Du lässt den Pumpenregulator problemlos einrasten. Die Maschine leitet sofort verstrahltes Wasser in das System. Okay. Teste das Dekontaminierungssystem. Dekontaminationssystem, so heißt es. Naja, so zeigen wir guten Willen und können dann vielleicht gleich den Obermotz hier überreden. Ja, Atom wird es richten. Wir müssen nur an ihn glauben und immer weiter. Dass unsere verlorene Schwester ihren Fehler erkennt. Den Obermotz gleich überreden, halt die Strahlung aus dem Nebel zu nehmen irgendwie. Der Nebel kann nicht aufgehalten werden. Aber erstmal testen wir jetzt hier den Knopf. Nein, nein, wir sterben gerade. Na, das ist ja toll. Wunderbar. Okay. Okay, hat das wer kommen sehen? Außer mir auch noch jemand sonst? Wow. Was für ein Abenteuer. Na, da kriegen die aber eine richtige Portion Strahlung ab. Okay, wir sind dann damit fertig. Müssen wir zu Schwester Mai nochmal gehen? Ich glaube doch eher nicht, sonst würde das doch irgendwo stehen, oder? Wir sind soweit durch. Das letzte ist die Hexenjagd. Ich habe eine Notiz von Orbert im Zorn. Ich habe eine von Orbert im Zorn verfasste Notiz gefunden. Nun muss ich entscheiden, ob ich sie dem Hohen Beichtvater geben oder mit Orbert darüber rede. Haben wir aber schon gemacht und wir müssen jetzt dem Hohen Beichtvater also Bericht erstatten. Und das machen wir jetzt. Mal sehen, wohin uns das führt. Der Hohe Beichtvater. Hallo. Ah, hallo, Kind. Hallo. Was verschafft mir die Ehre eines Besuches eines seiner Lieblinge? Ich will deinen Hut. Nein, war nur ein Scherz. Möchte ich gar nicht haben. Fragen über Fragen haben wir und über Schwester Orbert können wir reden und erstmal nicht Mutter des Nebels. Na gut, fragen wir über Fragen, Fragen, Fragen. Würdest fragen du wir. Mir ein paar Fragen beantworten? Wie könnte ich jemandem etwas abschlagen, der so viel für unsere Familie getan hat? Was willst du wissen? Okay, das sind alles die gleichen Fragen, die hatten wir alle schon mal, also lassen wir das. Im Moment war sonst nichts. Atom sei mit dir. Nun gut, dann... Hoher Beichtvater. Hallo, mein Kind. Benötigst du etwas? Ja, über Schwester Orbert. Ich muss mit dir über Schwester Aubert sprechen. Ja. Sag mir, was hast du herausgefunden? Ja, was wird mit ihr geschehen? Auberts Notiz geben? Noch auf der Suche? Lügen. Orbert ist loyal.
Was wird mit ihr geschehen, wollen wir wissen? Was wird mit ihr geschehen? Das hängt wohl alles davon ab, was du herausgefunden hast, mein Kind. Aber nur ein Trottel behandelt eine gefährliche Wunde nicht. Also, sagst du mir jetzt, was du herausgefunden hast? Ja, Notiz geben oder sollen wir lügen? Lügen oder Notiz geben? Ich bin eigentlich nicht so ein Freund der Lügen, obwohl wir ja in der Vergangenheit das schon mal hatten, dass so Notlügen vielleicht doch manchmal ganz sinnvoll sind. Wir geben die Notiz weiter, denn Aubert müsste ja schon in Sicherheit sein mittlerweile. Auberts Notiz geben. Ich habe diese Notiz gefunden. Hier. Lass mal sehen. Ich wusste es. Es war richtig, dass du sie mir gebracht hast. Ich schicke gleich Männer los, um die gute Schwester zu holen. Hier für deine Treue. Dein Einsatz für Atom wird nicht so schnell vergessen werden. Was ist denn das? Kapuze des Inquisitors. Die Intelligenz des Trägers steigt bei höheren Red-Werten. Aktuelle Mods keine. Schadensresistenz, Strahlungsschaden 2, Intelligenz 1 und Gewicht 3. Wert 250. Moment mal, das war's? Was ist jetzt mit dem Nebel? Können wir nicht noch über den Nebel reden? Entschuldigung, hoher Beichtvater? Es war gut, dass du Auberts Ketzerei aufgedeckt hast. Was kann ich für dich tun? Sonst noch was? Muss sonst noch was erledigt werden? Im Moment nicht. Vielleicht benötigen einige der anderen Kinder deine Dienste. Oder gab es sonst noch etwas? Das kann doch nicht sein jetzt, oder? Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Wie könnte ich jemandem etwas abschlagen, der so viel für unsere Familie getan hat? Was willst du wissen? Wie schaltet man den Nebel ab? Spaltung, Missionar, sonst nichts. An diesen Ort gekommen, Spaltung. Ja, Spaltung. Was kannst du mir über die Spaltung erzählen? Atoms größtes Geschenk. In uns stecken Milliarden unsichtbare Welten, die darauf warten, von seinem Leuchten berührt und durch Spaltung wiedergeboren zu werden. Während des Großen Krieges wurde es vielen zuteil, auch wenn ihnen das nicht klar war. Aber inzwischen ist es oft ein langsamer Prozess. Nur durch jahrelange Einwirkung lässt er sich abschließen. Wir alle sind hier, um in unserem Leben die Spaltung zu erfahren, ganz gleich, wie lange es dauert. Hast du sonst noch Fragen? Missionar, ja gut, das ist alles, das hatten wir alle schon. Im Moment war sonst nichts. Atom sei mit dir. Ich glaube, wir hätten vielleicht doch besser lügen sollen, aber was hätte das denn an diesem Punkt schon noch gebracht? Verzeihung, Schwester. Fahava hat das letzte Mal gegen die Kinder des Atoms gesündigt. Sein Urteil wird kommen. Ja, das wollen wir doch gerade verhindern. Deswegen machen wir das doch alles und kriechen euch in den Allerwertesten hier. Das war's jetzt wirklich? Vielleicht können wir später noch irgendwie was machen. Tja, aber hier war es das. Mehr können wir hier, glaube ich, gar nicht ausrichten im Moment. Des Hohen Beichtvaters ist das Wort Atoms. Vergiss das nicht. Fahava wird in seinem rechtschaffenen Licht brennen. Danke, dass du deinen Boten geschickt hast. Passa, Makasinova.
großer Turm. Du glaubst nicht, wie dankbar. Okay, wir haben irgendwas falsch gemacht, fürchte ich beinahe. Schwester Gwyneth. Vor jenen, die mir Böses wollen. Da stimmt doch was nicht. Wieso ist sie denn hier? Ja, ich weiß, dass es richtig war zu warten. Es war alles für dich. Ja. Sie sollte doch die Insel verlassen. Irgendwie stimmt hier was nicht. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Wäre nicht das erste Mal? Mai? Ja, ja. Der Deacon-Flüsterer. Danke nochmal dafür. Willst du dir die Waren ansehen? Ah. Ach so, Dekontaminierungsbögen sind repariert. Die Dekontaminierungsbögen sind repariert und einsatzbereit. Großartig. Ich teile es allen mit. Danke. Also, musst du deine Vorräte auffüllen? Ja, schauen Zeig wir mal rein. Mal, was du so hast. Atom beschenkt uns. Dann sollten wir mal zum Arzt gehen. Ja, obwohl wir sollten irgendwas Nahrhaftes kaufen hier. Das aufbereitete Wasser. Sowas können wir ja mitnehmen. Und das ganze Fleisch und das dann zubereiten und ein bisschen was essen, bevor wir dann endlich mal schlafen gehen. Wobei ich hier kein Bett gefunden habe, in dem wir länger schlafen könnten. Belassen wir es doch erstmal dabei jetzt. Ja. Ja. Hat sie denn in der Nähe hier keine Kochstation? Müssen wir jetzt wirklich nochmal nach oben? Hier wird doch auch schon gegessen. Der Alchemist hat wohl auch nichts für uns. Dann gehen wir doch erstmal nach oben und sehen zu, dass wir was gegen unseren Hunger und Durst machen können. Da sind wir schon oben. Hier ist die Kochstation. Okay, Suppe ist nicht möglich und Braten... Ja, knusprige Eichhörnchenbissen, ja, verzichten wir mal drauf. Köterkeule und Maulwurfsratten hatten, okay. Ja, gut genährt sind wir, okay. Und wir sind noch durstig. Immer noch durstig. Und alles ist gut. Jetzt sind wir nur noch müde. Strahlungsschaden hin oder her. Wenn du nicht gerade das irgendwo. Amt des Hohen Beichtvaters übernommen hast, kann es bis zum Morgen warten. Mal sehen, wie lange man auf so einer schmutzigen Matratze schlafen kann. Aber ich meine, da was im Hinterkopf zu haben, von wegen 5 Stunden gehen... Und mehr geht eben nicht. Schauen wir mal. Genau. Das hat aber gereicht. Es geht uns schon wesentlich besser. Ja, und was sollen wir jetzt hier noch weiter tun?
Ich denke doch mal, wir sind jetzt mit den Kindern des Atoms. Atom behüte dich. Erste Entschuldigung, fertig. Schwester. Ab hier bist du in Atoms Händen. Also fürs Erste sind wir doch mit den Kindern des Atoms jetzt fertig? Das, ob wir nochmal zum... Gwyneth? Zum Beichtvater gehen sollen. Ich weiß nicht, warum sie jetzt wieder hier ist, denn sie wurde doch als Ketzerin irgendwie. Wir haben sie doch weggeschickt von der Insel. Entschuldigung, Fanatiker Thiel? Kann ich was für dich tun? Da ist auch nichts Neues dabei. Erstmal nicht. Bleib wachsam, Schwester. Aber mit ihr hatten wir ja geredet. Ja, was sollen wir machen? Nochmal mit dem Beichtvater reden? Ja, aber haben wir doch erst. Da war doch nichts. Schwester? Oder mit Richter vielleicht nochmal reden am Ausgang? Angeblich wurde Fanatiker Thiel im Herzen eines Strahlensturms geboren. Sie ist Atoms personifizierte Wut. Wer ist das hier? Naja, auch nichts. Auch nichts Wichtiges. So. Sprechen wir nochmal mit dem Beichtvater, nur um sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen haben. Die Spaltung wird uns alle rechtzeitig erreichen. Hoher Beichtvater? Ja, was gibt es denn, mein Kind? Auch hier ist nichts Neues dabei. Vielleicht fragen wir nochmal nach der Mutter des Nebels, aber das hatten wir ja alles schon. Was kannst du mir über die Mutter des Nebels erzählen? Die Mutter ist eine der verehrtesten Botinnen Atoms. Vor vielen Jahren, als wir aus Fahaber vertrieben wurden, hat sie uns durch die Wildnis zu diesem Heiligtum geführt. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte es uns vielleicht alle erwischt. Du solltest dich geehrt fühlen, dass sie ein solches Interesse an dir hatte. Okay, das war's dann erstmal? Erstmal nicht. Atom behüte dich. Ja, ich denke, wie ich schon sagte, denke ich, wir sind hier fertig. Vorerst. Mit Sicherheit kann man nachher noch irgendwie was machen, aber das war's doch erstmal. Tja, ich dachte jetzt, wir könnten schon den Nebel ausschalten oder so etwas. Also das war ja auch der Hauptgrund, weshalb wir hiermit angefangen haben überhaupt. Oder wir hätten vielleicht diese Dekontaminierungsbögen hier gar nicht... Das ist ja ein Reinfall. Hätten wir gar nicht reparieren dürfen, sondern sabotieren sollen. Das Problem ist, wenn wir das vergessen, dann hier reinkommen und denken, oh gut, Dekontaminierung, und wir sind dann schon ziemlich verstrahlt, ja, dann stehen wir aber da. Na klar, tragen wir zu viel. Aber wie viel zu viel tragen wir denn? Einiges. Joa. Na, da kann man bestimmt jetzt was rausholen gleich. Sobald wir draußen sind, versuchen wir da mal mit dem gegrillten Red-Hirsch hier nochmal was rauszuholen. Und mit unseren anderen Anziehsachen auf jeden Fall. Damit können wir auch schon mal etwas mehr tragen. Ja, und draußen müssen wir dann zusehen, dass wir nochmal mit Richter sprechen, der Großfanatiker. Der müsste ja hier noch vor der Tür stehen. Und dann geht's zurück erstmal. Auch da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren. Zur Siedlung. Verzeihung, Bruder. Habt ihr das gehört? War wohl doch nichts. Ja, das ist nur der Fanatiker. Und wer ist das hier? Wer läuft hier noch rum? Die Mutter des Nebels. Faszinierend. Ach so. Na gut, wir sind überladen. So geht es nicht. Und wir versuchen
Ja, das könnten wir irgendwie hinbekommen. Mit Bier schenkt uns schon mal eins Stärke. Und wie wird es dann mit dem gegrillten Einsiedlerkrebs? Schenkt uns zwei Stärke, aber wir hatten auch noch mal gerade doch den Redhirsch. Gegrillter Redhirsch auch, ja. Plus 25 Tragekapazität. Okay. Und dann hatten wir den Einsiedlerkrebs auch nochmal 20 hinzu. Das sollte reichen für den Weg jetzt. Ja, allerdings begeben wir uns erst in der nächsten Folge auf den Weg, denn diese Folge ist schon vorbei. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich bin Atoms Wächter. Niemand entgeht meinem Blick. Tschüss.